Unsere Welt ist voll von magischen und scheinbar unerklärlichen Naturphänomenen. Was den meisten Menschen verborgen bleibt, wird hier und da mit der Kamera festgehalten und oder von Forschern entdeckt. Riesige Erdlöcher etwa, die scheinbar bis zum Kern der Erdkugel reichen, Flüsse, die offenbar Feuer spucken, Wolken, an denen Beutel herunterhängen oder Wasserfälle, die sich unter Wasser entfalten. Doch was wie Zauberei und Magie aussieht, hat meist eine rationale Erklärung. Die Wissenschaft tappt schließlich ungern im Dunkeln. Nicht selten haben die schönsten Naturerscheinungen der Welt einen hässlichen und traurigen Grund, wie zum Beispiel den globalen Klimawandel. Krater und Erdloch in Sibirien. Der Klimawandel hat nicht nur folgenschwere Auswirkungen für unsere Umwelt, sondern auch kuriose in manchen Teilen der Welt. In der nordostsibirischen Taiga zum Beispiel erstreckt sich ein riesiger Krater über eine Länge von 1,5 Kilometer. Gebildet hat sich der Batagaika, so der Name des Kraters, in den 60er Jahren. Seither wird er immer größer. Mittlerweile beträgt seine Tiefe fast 120 Meter. Ein Ende ist nicht in Sicht. Die Ursache für seine Existenz ist erschreckend. Es ist die globale Erderwärmung, die dazu führt, dass der Permafrost in den Poren des sibirischen Bodens allmählich schmilzt. Doch erschreckender sind die Folgen des Kraters. Indem der Permafrost in der Erdoberfläche schmilzt, können Bakterien in den Boden eindringen. Auf diese Weise gelangt Methan und Kohlenstoffdioxid in die Luft, was wiederum den Treibhauseffekt verstärkt, die Erde weiter erwärmt und noch mehr Permafrost zum Schmelzen bringt. Ähnlich verhält es sich mit dem riesigen Erdloch auf der Jamal-Halbinsel im Nordwesten Sibiriens. Das Besondere dieses Phänomens: Am Rande des 50 Meter tiefen Lochs befanden sich einst riesige Geröllhaufen. Es ist ein Anzeichen dafür, dass der Boden nicht einbrach, sondern ausgestoßen wurde. Und tatsächlich, Forscher konnten nachweisen, dass das Erdloch Folge eines Gasausstoßes war, welches wiederum durch den schmelzenden Permafrost freigesetzt wurde. Kornkreise am Meeresgrund. Dass nicht nur Menschen, sondern auch Tiere und Fische eine kreative Ader haben, dafür steht dieses merkwürdige Naturphänomen. Als der Unterwasserfotograf Yoji Ookata im japanischen Pazifik eines Tages auf seltsame geometrische Kreismuster stieß, staunte er nicht schlecht. Sie erinnerten nicht nur ihn an die Muster umgeknickter Kornhalme auf Getreidefeldern. Waren hier vielleicht übernatürliche oder außerirdische Kräfte am Werk, wie dies so mancher Mensch auch angesichts der Getreidekornkreise vermutet? Die von Ookata entdeckten Unterwasserkreise mit einem Durchmesser von etwa 2 Metern haben nichts mit dem Jenseits und noch weniger mit Aliens zu tun. Sie sind vielmehr das Werk kleiner Kugelfische. Männliche Kugelfische locken damit nämlich die Weibchen an. Als Lockmittel dienen ihnen auch kleine Muscheln, die sie zerkleinern und um die herum sie das Muster gestalten. Sehr romantisch. Auch unter Wasser muss Männchen kreativ sein, um Weibchen zu beeindrucken. Wasserhosen. Ein Tornado ist vielen Menschen ein Begriff. Es ist ein Luftwirbel, der sich in einer senkrechten Drehachse vom Erdboden bis hinaus zu den Wolken erstreckt. Mit diesem Naturphänomen vergleichbar ist die Wasserhose, mit dem Unterschied jedoch, dass sie über Wasser stattfindet. Außerdem entwickeln Windhosen im Vergleich zu Tornados nicht annähernd so viel Kraft. Zudem sind sie kurzlebiger. Wasserhosen haben eine Lebensdauer von 10 bis 30 Minuten. Nicht zuletzt legen sie nur wenige Kilometer zurück. Wasserhosen entstehen meist im Herbst oder im Spätsommer über großen Wasserflächen wie Meeren und Binnenseen. Voraussetzung für ihre Entstehung sind warme Wasserflächen und ein starker Temperaturabfall in der Höhe. Begünstigt werden sie außerdem von einer windschwachen Umgebung. Auf diese Weise kann sich über der Wasseroberfläche eine sogenannte konvektive Wolke bilden, durch deren Aufwind sich ein Wirbel zwischen Wasseroberfläche und Wolke bildet. Mammatus. Ein Mammatus ist eine Ausprägungsform von Wolken, die fast poetisch anmutet und an unheimlich düstere Märchenszenarien denken lässt. Als Mammatus bezeichnet man eine Wolke, an deren Unterseite sich beutelartige Ausformungen gebildet haben. Der Name hat seine Ursprünge im Lateinischen. Mamma bedeutet so viel wie brustartig. Es ist also eine Ansammlung brustartiger Hervorkerbungen, die eine Mammatuswolke charakterisieren. Besonders beeindruckend sind sie, wenn deren Beutel groß ausfallen und regelmäßig strukturiert sind. Wie dieses Naturphänomen entsteht, darüber sind sich die Wissenschaftler noch nicht ganz einig. Vermutet wird, dass die Beutel durch das Zusammenspiel von Verdunstungs-, Abkühlungs- und Auftriebsvorgängen an der Unterseite einer Wolke entstehen. Mammatuswolken kommen in der Regel im Sommer vor, aber auch im Winter werden sie gelegentlich hier und da gesichtet. Nagerfeuerbälle in Südostasien. Poetisch ausgedrückt kann man sagen, dass beim Nagerfeuerballphänomen die Natur ein Feuerwerksfest veranstaltet.
Dabei handelt es sich um Leuchterscheinungen, die regelmäßig vor allem am südostasiatischen Sechsländerfluss Mekong auftreten. Aber auch in den Sümpfen Südostasiens können sie ihre Ursprünge haben. Zeitlich lassen sie sich auf die Monsunzeit im Oktober und bei Vollmond einschränken. Die Feuerbälle sind angeblich hühnereigroß, treten aus Flüssen oder Sümpfen hervor und ragen bis zu 150 Meter in die Höhe. Buddhisten glauben, dass es sich bei den Lichtern um verzauberte Eier handelt, die von der mystischen Schlange Payanaga aus dem Fluss geworfen werden. Die Wissenschaftler haben das Rätsel um das Phänomen noch nicht gelöst. Thailändische Forscher vermuten, dass es sich um Phosphingase handelt, die sich bei Kontakt mit Sauerstoff entzünden. Morning Glory Cloud. Wolken gibt es bekanntermaßen in unendlich vielen Formen. Als Kind hat schon so mancher von uns an einem friedlichen Sommertag auf einer Wiese gelegen, in den Himmel geschaut und in den Wolken bestimmte Muster und Figuren gesucht. Eine schlauchartige Wolke, wie sie die sogenannte Morning Glory Cloud darstellt, haben bestimmt die wenigsten von uns je gesehen. Kein Wunder, das Phänomen tritt regelmäßig eher in der Frühlingszeit im nordaustralischen Golf von Carpentaria in Erscheinung. Es handelt sich dabei um eine im wahrsten Sinne des Wortes rollende Wolke, die mehrere hundert Kilometer lang und im Durchmesser bis zu 2 Kilometer breit sein kann. Eine Morning Glory Cloud entsteht durch das Zusammentreffen von Seewinden, was eine wandernde atmosphärische Welle zur Folge hat. An der Spitze dieser Welle kondensiert die Luft, wodurch eine rollende Wolke entsteht. Meeresleuchten. Das Naturphänomen des Meeresleuchten bedeutet nicht, dass das Meerwasser auf einmal zu leuchten beginnt. Das Meer zum Glühen bringen und viel mehr selbst leuchtende Organismen im Wasser. Diese leuchten meist durch Berührung, wodurch sie Leuchtsignale aussenden. Meeresleuchten ist ein extrem seltenes Phänomen. Es kommt nicht oft vor, dass Mikroorganismen im Meerwasser in einer genügend großen Konzentration auftreten. Und das Leuchten einiger weniger Organismen ist mit bloßem Auge kaum zu erkennen. Noch rätseln die Wissenschaftler über die Voraussetzungen und Bedingungen für ein konzentriertes Auftreten von Organismen. Man weiß also nicht genau, was im Meer passieren muss, damit es zum Leuchten des Wassers kommt. Bis dies restlos geklärt ist, müssen wir also weiter auf den Zufall vertrauen. Atemberaubend schön ist das Phänomen allemal. Und es ist umso schöner, je seltener es vorkommt. Die blaue Lava des Vulkans Kawaijen auf Java. Mit Lava assoziieren die meisten von uns eine zähflüssige Masse, die nach einem Vulkanausbruch träge und rot glühend die Hänge des Vulkans herunterfließt. Eine blaue Lava ist dagegen den wenigsten Menschen ein Begriff. Kein Wunder, denn das Naturschauspiel kommt sehr selten vor. Ein Vulkan, der blaue Lava spuckt, ist der Kawaijen auf der indonesischen Insel Java, nahe des Touristenmagnets Bali. An dieser Stelle ist es an der Zeit, ein Missverständnis zu klären. Bei der sogenannten blauen Lava handelt es sich nicht um blaues Magma. In Wirklichkeit fließt die Hänge Kawaijen Schwefel herunter. Dieser ist mehr als 500 Grad Celsius heiß. Sobald er mit Sauerstoff in Berührung kommt und sich dabei entzündet, verfärbt er sich blau. Besonders beeindruckend ist das Naturschauspiel in der Nacht. Dann sehen die Hänge des Vulkans aus, als wären sie von einem Netzwerk blauer Flüsse umspannt. Übrigens, die blaue Lava des Kawaijen fließt in den Fluss, der sich am Fuße des Vulkans befindet, und macht ihn damit zunehmend säurehaltiger. Spinnenbäume in Pakistan. Um das Naturschauspiel der Spinnenbäume gesehen zu haben, musste man seinerzeit nach Pakistan reisen. Denn dort, oder genauer, in der Region Sindh, im Nordwesten des Landes, wurden sie im Dezember 2010 gesehen. Bäume, deren Kronen von riesigen Spinnennetzen umhüllt waren. Ursache des Phänomens war eine 9 Monate vorausgegangene Flutkatastrophe. Damals war innerhalb weniger Tage so viel Regen gefallen wie sonst in 10 Jahren. Rund 1/5 Pakistans war von Wasser überflutet. Die Wassermassen vertrieben nicht nur die Menschen, auch die Tierwelt musste Maßnahmen ergreifen, um zu überleben. Die Spinnen, die mit Wasser nicht zurechtkommen, zog es auf die Bäume, wo sie im Trockenen und damit sicher waren. Und weil auf einem Baum extrem viele Spinnen untergebracht waren, kam es mit der Zeit eben zu dem besonderen Phänomen Spinnennetz überzogener Bäume. Davon profitierte letztendlich auch der Mensch. Es wurde nachgewiesen, dass in Regionen mit Spinnenbäumen die Zahl an malaria-infizierten Menschen sank. Der Grund? Die malaria-übertragenen Mücken verhedderten sich in den Netzen der Spinnenbäume und wurden von den Spinnen gefressen. Unterwasserwasserfälle von Mauritius. Wasserfälle gibt es auf der Welt wie Sand am Meer. Wasserfälle aber, die unter Wasser ihr Unwesen treiben, sind ein weitaus selteneres Phänomen. Dennoch scheint es dieses Naturschauspiel tatsächlich zu geben. Nämlich an der ostafrikanischen Insel Mauritius vor dem Berg Le Mont Brabant. Hier sieht es vor der Küste so aus, als würde sich der Indische Ozean auftun und tonnenweise Meerwasser verschlucken. Tatsächlich handelt es sich jedoch um keinen Wasserfall.
Vielmehr wird das menschliche Auge Opfer einer optischen Täuschung. Dahinter steckt eine ebenso einfache wie rationale Erklärung. Die Strömung des Ozeans ist vor Mauritius so stark, dass sie den Sand von der Inselküste wegspült und in die tieferen Regionen hineinträgt. Auf diese Weise entsteht die Illusion eines Wasserfalls unter Wasser oder der Eindruck, als würde Erde und Wasser von einem riesigen schwarzen Loch verschlungen werden. Die Welt ist übervoll von Naturschauspielen, die nicht nur atemberaubend schön, sondern auch scheinbar nicht von dieser Welt sind. Und doch steckt hinter den meisten Phänomenen eine einfache Erklärung. Was ist deine Meinung zu dem Thema? Welches der Naturphänomene hat dich am meisten beeindruckt? Welches davon kanntest du bereits? Kennst du noch mehr oder ähnliche Naturschauspiele? Hast du welche vielleicht persönlich gesehen? Dann berichte uns gerne in der Kommentarfunktion über deine Eindrücke und Erfahrungen. Wir freuen uns über jede Meinung, Anmerkung und Erfahrungsbericht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, zeigt es gerne mit einem Daumen nach oben. Und um nie wieder neue Videos zu verpassen, klickt auf Abonnieren. Wir sehen uns bald wieder.